Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Serie hier auf meinem Kanal und zwar Port CEO. Wir bauen einen Flughafen, nicht einen Spaceport, wir bauen keine Weltraumstation wie früher in Kirby Space Program, sondern wir bauen einen Flughafen. Und das relativ cool. Wir starten hier ein neues Spiel und erstellen uns erstmal unseren Charakter. Geschlecht sind wir natürlich männlich. Gesicht, warte mal, ich will erstmal die Hautfarbe ändern. So sollte passen. Gesicht. Was passt denn da? Ah, das ist doch ganz okay. Frisur. Eieiei, gibt's hier nicht irgendwas? Lass uns bei so einem simplen Ding hier. Mit schwarzen Haaren. So. Ja, Nase. Mund muss noch passen. Ja, das ist doch ganz gut. Und Anzug. Ja. Die lassen wir so. Und das ist Herbert. Nehmen wir Herbert Schiekel oder sowas. Schiekel. Das ist Herbert Schiekel. Schiekel, genau. Herbert Schiekel. Herbert Schiekel hat einen Flughafen in. Wo ist unser Flughafen? Wo kommen wir hier? Oh, jetzt guck mal, Salzburg. Salzburg ist schön. Ach komm, wir bauen ihn. Okay, wie nennen wir es? Wie soll unser Flughafen heißen? Flughafen Kreuzberg. Flughafen Kreuzberg. Kreuzberg Süd. Das ist der Flughafen Kreuzberg Süd. Mit der FKS. Wir sind auf FKS. Wir sind der FKS Flughafen. Ja, das Logo, das ist auch mehr. So, und wir spielen auf mäßig, würde ich sagen, und starten durch. Dann lassen wir es mal laden. So, Spielwelt wird geladen. Das dauert jetzt natürlich so 1-2 Sekündchen. Och, leck. Genau als. Alter, wer hat diesen. Nee, überspringen. Wir brauchen keine Einführung in diesem Fall. So. Ich sehe schon, wir haben eine Seelekarte erfischt. Mit einigen Seen. Wahrscheinlich, weil die Schwierigkeit so ist. Wir brauchen als erstes mal natürlich eine Landebahn. Fürs erste reicht da so eine ganz, ganz simple. Kann ich die da einfach platzieren? Oh Leute, okay. Wir platzieren den jetzt aber so weit wie möglich oben, würde ich sagen. So. Dann brauchen wir einfach so kleine Rollfelder. Die setze ich jetzt mal hier hin, würde ich sagen. Ich mache jetzt nicht mehr so 4 Stück oder sowas hin. Gut. Dann muss ich noch ein Rollfeld natürlich designen. So, wie weit hin kann ich das maximal machen? Machen wir das irgendwie hier hin. Und ich will hier hinten gerne auch noch mal eins haben, genau. Und dann hätte ich gerne ein Rollfeld. Wie weit ist das? 5, ne? Und das auch wieder auf 5. Gut. So, okay. Dann können wir die Pfade erstellen. Erstmal der Rundpfad. Der muss ja sein, sozusagen. So. Zack. 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 So. Jetzt haben wir hier so ein schönes Rollfeld hier vorne. Und alles Mögliche. Dann brauchen wir auch gleich einen Tower. Ich überlege noch, wo platzieren wir den hin? Platzieren wir den mal hier hin, würde ich sagen. Fürs Erste. Fürs Erste ist es ja wurscht. So. Fenzack. Das sind alles gerade Sachen, die ich noch nicht wirklich brauche. Gut, dann
Müssen wir unter Flughafenstatus? Jetzt haben wir hier. Willkommen zu deinem Flughafen. Auszeichnung Flughafen des Jahres betreffend. Bla bla. Interessiert uns alles noch nicht. Wir brauchen aktuell erstmal Betrieb. Und jetzt sind wir Bau. Einen Vertrag unterschreiben mit einer Firma. Wir nehmen hier die Brickleys. Gehen dann wieder zum Betrieb. Zum Bau. Wir haben 119 Mitarbeiter zur Verfügung. Wir stellen. Ich kann die auch ein bisschen reduzieren einfach. Ich würde sagen, wir stellen erstmal 25 ein. Bereitstellen bitte. Der ruft jetzt an und fragt die an. Gut. Da kommen schon die Sachen und da kommen auch schon die Busse mit den Mitarbeitern. So. Jetzt muss mir noch einer sagen, wie das ging. Genau, jetzt müssen wir natürlich einen Tankplatz aufbauen. Ich will hier eigentlich so den Flughafen hin und hier die Technik hinsetzen. Jetzt gibt uns hier wieder Ärmel hochkrempeln, bla bla bla, die ganzen Infos drüber, was zu tun ist. Ich hätte gern direkt mal einen Tankplatz oder sowas hier. Das müsste dann unter Flughafeninfrastruktur sein. Irgendwo. Also neue Flughafenzufahrt. Überdachter Parkplatz für bis zu 20 Servicefahrzeuge. Wäre halt eigentlich ein offener Parkplatz. So. Ich drehe die ganze Karte so, okay. Ich wollte eigentlich das drehen. Wie war das nochmal? Also, RT. Genau. Wir bringen das erstmal hier unten an. So. Und dann dementsprechend noch ein paar Parkplätze. Da sollte das hier einer genügen. Bringen wir hier so an. Und dann müsste ich unter Straße, glaube ich, hier, genau, eine luftseitige Straße. Transport auf dem Vorfeld. Hier führen wir zusammen. So. Das ist mal so. Machen wir das hier so schön vor. Zack. Und die brauchen natürlich eine Fahrzeugkontrolle dann. Da muss es natürlich dementsprechend die Fahrzeugkontrolle auch geben. Die würde ich sagen, gibt es dann hier unten fürs Erste. Fahrzeugkontrolle ist auf einem. Ah, die gehört andersrum. So ein Dreck. Hier, das zeigt eher eine Wartung, ist irgendwo nicht. Ich hätte das gerne hier irgendwo hier so. Dann machen wir hier Wartungsstraße. Und dann hier vorne eine normale Straße. Hier vor. Gut. Die sind gleich schon am Bauen. Ja, schaut auf jeden Fall gut aus. Ich kann jetzt mal so ein bisschen vorspulen. Bauarbeiter Ankunftsort. Den müssen wir eh in Zukunft umbauen. Lieferort für Materialien. Das können wir doch bestimmt alles intern regeln, oder? In Zukunft. So, wo sind die ganzen Mitarbeiter? Ah, die müssen natürlich jetzt alle hier vorlaufen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber was willst du machen? Wir wollen hier nämlich einfach so ein schönes Gehege hin und alles und den öffentlichen Parkplatz. Autohaltebucht. Hier gibt es dann ganz, ganz viel, was wir machen können. Bei Flugzeug sind das erste Ding. Vielleicht erhöhen wir doch erstmal fürs Erste noch die
geholten Mitarbeiter auf weitere 40 Stück. Dann kriegen wir jetzt einen Anruf rein. Ey, Herr Wirt! Ich brauche mehr Bauarbeiter! Da kommen sie schon. Oder ist das gerade der Wechsel? Ne, das schaut so aus, als ob wir mehr kriegen. Und wenn wir gucken, sehen wir auch zwischendurch Kühe, glaube ich, rumlaufen und Tiere. Da läuft zum Beispiel was rum. Seht ihr das? Ein Fuchs. Da läuft ein kleiner Fuchs rum. Und vorerst erst ist noch ganz, das Ganze noch ein bisschen sporadisch und alles, aber das wird schon noch. So, die bauen jetzt hier. Der Flughafen fehlt, alles fehlt noch ein bisschen. Stadt, Lande und Zufahrt ist nicht verbunden. Das wird schon noch. Die müssen es nur alles ein bisschen fertig bauen. Das dauert natürlich jetzt alles so ein bisschen. Wir haben hier unten gleich auch noch eine Tankstelle, bedeutet, wir können gleich auch noch das Tankangebot erstellen. Maps sieht man hier, begehbare Bereiche anzeigen. Rollwegüberlastung anzeigen, alle Heatmans ausblenden. Da können wir so ein bisschen sehen, wo was hin ist. Fahrtanalyse für Gepäck. Wegprüfer für Sicherheitsbeamte. Passagieranalyse, okay. Teile habe ich auch noch nicht bis jetzt herausgefunden, von daher ist das für mich auch... Ich habe die ersten zwei Stufen gespielt, wo du erst einen Passagierflieger kriegst, habe ich bis dahin noch nicht gezockt. Aber weiter auch noch nicht. Da kommt die Kuh. Hallo, mach mal Mu. Und deswegen wird es später auf jeden Fall auch sehr wichtig, den Flughafen zu umzäunen, weil da laufen Kühe rum. Mitten auf dem Flugfeld. Ihr wisst, wie gefährlich das ist. So, jetzt bauen sie den Flug, die Landeplattform. So, jetzt hat hier Landebahn nicht verbunden. Das kommt natürlich alles noch, weil es ist noch keine Landebahn verfügbar. Ohne Landebahn bringt sich das natürlich wenig. So, die bauen jetzt schon am Tower rum. Wenn es cool wäre, wenn... Ah, jetzt fangen die ersten, glaube ich, gleich einmal an, hier unsere Straßen zu bauen und alles. Alles noch natürlich relativ simpel. Aber fürs Erste sollte das passen. Flughafen ist heute geschlossen. Du kannst sie dann rein natürlich nicht auch später upgraden und alles. Dann gibt es hier sowas wie auf Asphalt umwandeln und alles. Die Straße müssen wir natürlich so upgraden, das geht jetzt nicht anders wirklich. Hier zum Beispiel ist hier noch nichts drin. Beliefern ab, sagen wir 60%. Jetzt müssen wir natürlich unter unsere Wirtschaft und unter Verträge gehen. Wo waren das Gebühren? Angebot, Verträge. Dann haben wir hier SIP Fuel, Avi Fuel, Natural Fuel. Und wir nehmen jetzt Avi Fuel, würde ich sagen. Die liefern uns jetzt die dementsprechenden Sachen. Natürlich ist der Weg noch nicht hin fertig. Na, jetzt ist er fertig. Ich würde jetzt hier sagen, kleine Flugzeuge. Flughafen ist frei. Und jetzt können wir hier unter Dashboard. Betrieb, Flughafen geschlossen, Flughafen geöffnet. Für allgemeine Flughafen zulassen. Und gleichmäßig auf alle Standleine. Genau. Das sollte passen. Klicken um neues Projekt zu starten und ich hätte jetzt gerne hier Betonrollbahn, Fundamente, Maverick Tankwagen. Ich hätte gerne so einen Maverick Tankwagen. Jetzt brauchen wir natürlich hier noch Mitarbeiter. Bedeutet, wir müssen Personal einstellen, Bewerber. Und da müssen wir dementsprechend, ich glaube, das war Administration einstellen. Dann tun wir gleich mal die zwei hier einstellen. Und wir gucken jetzt unter. Wo war's denn? Forschung. Personal, genau. Fahrzeuge. Fahrzeuge müssen wir auch noch kaufen. Da brauche ich zwei Stück von. Jetzt bitte bestellen. Wo waren das wieder hier? FE-Projekte. Jetzt haben wir zwei, die wir zuweisen können. So, jetzt kommt der Tanker hier. Der fährt direkt mal dorthin. Macht das voll und dann geht es zurück. Das ist viel besser, wie ich es damals geregelt hatte. Also als ich es gemacht habe, habe ich hier gebaut und alles. Und jetzt kommen die ersten Flugzeuge auch schon. Und die zahlen uns jetzt dementsprechend, wenn die landen und starten.
Gebühren. So. Die kommen jetzt auch rein. Die tanken jetzt sich erstmal auf. Ich glaube, jetzt können wir gleich mal wieder nachgefüllt, weil natürlich jetzt schon wieder Gas fehlt. Der hat sich nicht mehr können. Ja, da kommt er schon wieder. Es war nicht genug Platz auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir bauen hier erstmal so ein Administrationsgebäude. Bauen wir hier so ein relativ großen Standort hin. Dann bauen wir davor natürlich noch. Straße brauche ich dafür gleich. Dann, ja, dann gibt es hier Fußwege. Den bauen wir hier vorne hin. Dadurch, dass das natürlich Administrationsgebiet ist, ist das alles ein bisschen anders geregelt. Und dann gleich kann ich hier drunter nämlich auch den Zaun noch bauen. Oder wo war der jetzt wieder? Der war unter Flughafen, der kann das sein. Wo waren das jetzt wieder? Hier, oder? Immer noch hier. Hier, Zaun, Zaun, Tor. Also wir bauen auf jeden Fall hier mal einen Zaun hin. Zack. Jetzt hier noch ein Zaun, Tor rein. Dann wird hier dementsprechend natürlich auch nochmal ein Fußweg gebaut. Da vorne hin. Ah, bauen wir gleich hier weiter. So. Einfach damit hier ein Sicherheitsgebiet auch gibt. Projekt ist abgeschlossen, bedeutet, wir können jetzt hier schon wieder zum nächsten FE-Projekt starten. Hier schaut man natürlich noch viel an. Sattelzug. Ich hätte ein mittleres Treibstoffdepot gerne erstmal, damit wir das dann austauschen können. Dann seht ihr schon, jetzt landen hier Flugzeuge und alles. Zack. Und die zahlen uns jetzt dementsprechend Geld. Hier unten seht ihr schon unsere stündliche Bilanz. Die schaut gar nicht schlecht aus. Es geht natürlich immer wieder runter. Aber wir können jetzt hier sagen, hey, weißt du was? Wir können euch anbieten zu tanken. Ihr könnt ab sofort bei uns vor Ort tanken. Jetzt wollen die natürlich alle wieder starten, die Hobbyflieger hier. Und die zahlen natürlich dementsprechend immer wieder das dementsprechende Geld, wenn sie es benötigen. So, und jetzt fährt der erste Tankwagen los zu seinem Auftrag. Das ist natürlich jetzt eine dementsprechende Strecke, aber besser, wir haben hier genug Platz nach, um den Flughafen zu bauen und für die Gäste alles bereitzustellen, als dass wir nicht weit kommen. So, der tankt jetzt auf, bringt dir natürlich dementsprechend das Geld. Jetzt fährt er. Das ist ein bisschen doof gemacht, dass die natürlich sie abwechseln müssen. Das ist hier noch genug drin. Aber der tankt auch erst auf dem Stand auf, wie es scheint. Das ist jetzt das Problem. Die werden jetzt immer wieder los und zurückfahren. Oder wir werden überall, irgendwann vielleicht hier oben doch halt den Standpunkt der Fahrzeuge noch bauen. So, der geht jetzt hier tanken. Tankt den auf. Und schon geht es wieder hin und her. Gut. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.